Das bin ich. Das ist Bert Brecht. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, denn um uns beide soll es heute gehen. Das heißt nicht direkt um uns, sondern eher darum, wofür wir beide stehen. Auf der einen Seite Drama, Theater, Literatur, Kunst, richtig schwere Hochkultur. Und auf der anderen Seite ich, eher der Kulturlose. Naja, kulturlos ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und eigentlich geht es auch nicht um mich, sondern um uns alle. Mal ehrlich, wenn ihr die Wahl habt zwischen Kneipe und Museum oder Ausstellung und wie hier im Park, wofür entscheidet ihr euch? Aber immer nur Sportplatz, immer nur Kneipe, immer nur Park? Vielleicht ein bisschen langweilig auf die Dauer. Ich habe mich auf die Suche gemacht und drei junge Menschen getroffen, die sich ganz bewusst für ein Leben in der Hochkultur entschieden haben. Was fällt einem sofort ein zur Hochkultur? Na klar, Theater. Hier proben die Regiestudenten Robert und David. Ich würde dir sagen, man kann ein gutes Leben führen ohne Kunst, ohne Kultur? Nee, ohne Kunst und Kultur kann man kein gutes Leben führen. Man kann, glaube ich, ohne das geschlossene Produkt Kunst auch leben. Ohne das, was man Hochkultur nennen könnte? Ja, das schon. Ja. Aber wäre schade für euch, oder, wenn sich keiner interessieren würde? Naja, ich glaube, ich finde Hochkultur ist halt eh so ein schwieriger Begriff. Ich habe das Gefühl, das ist ein Begriff, der ist überhaupt nicht definiert worden, der wird einfach genutzt. Und warum ist, weiß ich nicht, der neue Tarantino-Film ist ja nicht weniger Kunst als irgendwie, weiß ich nicht, die neueste Schiller-Inszenierung von Peter Stein. Also ich glaube, der Begriff Hochkultur kann ja nur deswegen entstehen, weil man sagt, es gibt eine Kultur, die höher liegt und die nur für eine Elite, das steckt ja in dem Wort auch drin, nur erreichbar ist und deswegen versucht sie ja auch, sich auszugrenzen. Oder grenzen wir uns nicht vielleicht selbst aus? Wo stehen sie denn, die unüberwindbaren Mauern vor den Theatersälen? Was mir auch sehr oft begegnet, sind eher Menschen, die mir sagen, ich würde gerne mal ins Theater gehen, habe aber bis jetzt noch nicht gewusst, wohin. Und viele haben auch eine unglaubliche Berührungsangst und denken, dass ihnen irgendetwas fehlt, um dahin gehen zu können und haben Angst vor drei schrecklichen Stunden in einem Theaterraum, die auch wirklich schrecklich sein können. Vielleicht durchleidet man ja auch etwas, wenn man in ein Theater geht, sich etwas anschaut, eine Inszenierung, und man merkt, ich habe das Gefühl, ich verstehe hier gerade gar nichts. Und hat dann auch vielleicht eine Angst, in der Auseinandersetzung mit Leuten dann zu stehen, von denen man glaubt, sie haben es kapiert. Ja, ich kenne das. Ich war mit meinem Freund zum Beispiel in der Inszenierung von Castorf an der Volksbühne. Die dauern ja gerne mal irgendwie 5 Stunden oder so. Und er war total sauer danach, weil er sagte, was ist, ich habe nichts verstanden, ich weiß nicht, was soll das? Und ich habe auch immer nur gesagt, du, ich verstehe das auch nicht. Aber ich glaube, darum geht es auch dann manchmal gar nicht. Also ich finde, für mich sind das oft ganz andere Erlebnisse, wo ich sage, ach cool, der kann sich irgendwie diesen Blumentopf, der jetzt in meinem Kopf stülpen und schreien. Passiert es dir, dass du reingehst ins Theater und du verstehst nichts? ich würde sagen, bei 5 Inszenierungen 3-mal. Ja. Mann, nur 1, 2, 3! Theater soll für alle Menschen interessant sein, finden Robert und David. Außerdem sagen sie, dass sich ein Mensch nicht ausschließlich mit Hochkultur beschäftigen soll. Unglaublich. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich, gerade wenn man die ganze Zeit umgeben ist von klassischen Texten, von irgendwelchen Erzählmechanismen, und muss man sich immer wieder seinen Raum suchen, wo man beispielsweise mal gepflegt einfach 3 Stunden über das momentane Abschneiden von Borussia Mönchengladbach redet, einfach weil das wichtig ist. Ich habe noch ein kleines Spiel mit David vor jetzt, und da müsstest du mir helfen. Du müsstest mir nämlich sagen, was im Moment eine ganz tolle, angesagte Inszenierung ist in Berlin. Ich glaube, die Möwe von Gosch. Die Möwe von Gosch, also du hast hier, das Rote, ist ein Ticket für die Möwe. Und das hier ist ein Ticket für Mönchengladbach gegen Köln, glaube ich. Das große Schlagerspiel, oder was ist das Beste? Gegen Köln. Ja. Wofür entscheidest du dich? Jetzt spontan entscheide ich mich sofort für das Fußballspiel. Ja. Kannst du das begründen? Ja, ich habe die Möwe jetzt schon 3-mal gesehen. Yes! Hervorragend. Hier sind wir jetzt an der UDK, an der Universität der Künste, und treffen Philipp. Der Philipp ist Student hier, der ist Bildhauer und arbeitet mit Stein, mit Metall und mit Holz. Und mit Philipp möchte ich jetzt ganz gerne über Kunst sprechen. Wenn ich durch eine Ausstellung laufe, durch ein Museum oder irgendetwas, dann sieht man oft ganz, ganz fragende Blicke von vom Publikum, von den Leuten, die da durchlaufen. Findest du, dass Kunst
besser zugehen sollte auf Menschen, die vielleicht eher dort abholen sollte, wo sie sind? Also ich denke, es kann schon hilfreich sein, wenn es Erklärungen gibt über manche Kunstwerke oder Künstler selber daneben stellen, man kommt mit denen im Gespräch. Aber es geht natürlich auch nicht so, dass der Betrachter einfach nur passiv dasteht und denkt, jetzt muss aber irgendwas kommen, sondern es geht auch darum, dass man selber auch aktiv vielleicht ein bisschen an dem ganzen Prozess teilnimmt. Wenn jemand ganz bewusst sagt, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich möchte nicht ins Theater gehen, ich möchte nicht auf eine Ausstellung gehen, ich möchte mir kein Bild angucken, das ist was du akzeptierst und sagst, okay, jedem das seine, bitteschön. Ja, man verpasst natürlich schon was. Also das ist natürlich jedem freigestellt, daran nicht teilzunehmen, aber das ganz wegzulassen, das wäre, glaube ich, fatal, weil es auch total viele Abenteuer in der Kunst gibt. Kunst nicht als aufgeregtes Spektakel oder als Event, sondern als ganz persönliches Abenteuer. Vielleicht ist es ja wirklich das. Wie stabil steht es? Steht auf drei Dingern, oder was? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand die drei Typen gerade eigentlich ziemlich normal. Überhaupt nicht abgehoben oder elitär. Vielleicht liegen Alltagskultur und Hochkultur ja doch gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, ich gehe morgen mal ins Theater. Aber heute bleibe ich im Park.